Hallo und schönen guten Tag. Ich möchte euch heute mal wieder ein Messer zeigen, das ich mir gekauft habe. Und es ist von der gleichen Firma wie die beiden, die hier liegen, das Voyager XXL und das Finwolf, also von Cold Steel. Aber bevor ich das in die Kamera halte, möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass ich etwas hinterherhinke mit dem Beantworten der Kommentare. Ich werde schauen, dass ich jetzt am Wochenende das auf die Reihe kriege. Ich bin im Moment beruflich etwas eingespannt und da fehlt mir etwas die Zeit. Aber jetzt mal zu dem Messer, das ich mir gekauft habe. Wie gesagt, es ist ein Cold Steel und es ist nicht jedermanns Sache, die Firma Cold Steel, da sie doch eine sehr aggressive Werbung betreibt. Aber nichtsdestotrotz bauen sie klasse Messer und ich bin ein Fan des Dreadlock. Die haben diese Messer, auch die Low-Budget-Messer haben den Dreadlock. Und ich habe mir mal das ProLight Tanto bestellt bei einem großen Online-Händler. Da habe ich das bekommen für 34 Euro. Mittlerweile gibt es für 32 Euro. Also das sind immer mal tolle Angebote. Und das möchte ich jetzt mal vorstellen. Wie gesagt, ich bin ja ein großer Fan des Dreadlock. Und auch die Low-Budget-Reihe von Cold Steel hat diesen Lock. Man darf jetzt von den Materialien, von den Verbauten nicht zu viel erwarten, aber das ist auch verständlich bei dem Preis von unter 35 Euro. Aber es sind trotzdem sehr gute Worker. Dieses Messer hier hat nun ähnlich oder gleich wie das Finwolf glasfaserverstärkte Griffschalen. Es hat eine Klinge aus dem deutschen Stahl 14116, der ja von sehr vielen deutschen Herstellern verbaut wird, für ein Low-Budget-Messer sicher ausreichend. Wir haben eine Einhandbedienung mit Pins, den man aber leicht entfernen kann. Wir haben eine Backlock-Arretierung, die super funktioniert. Und wir haben den besagten Dreadlock, den ich für einen oder den sichersten Lock überhaupt bei Taschenmessern halte. Mal noch kurz ein paar Maße. Wir haben hier eine Klingenstärke von 3 mm. Wir haben eine Länge der Klinge von knappen 85 mm hier mittig gemessen. Und davon sind brauchbare Schneide 81 mm. Eine Gesamtlänge haben wir hier, mal kurz den, von 200 mm. Die Griffdicke beträgt an der dicksten Stelle 12,3 und mit Clip 16 mm. Wir haben hier einen ausgeprägten Hohlschliff und vorne an der Tandospitze haben wir einen Flachschliff, was diese Spitze sehr stabil macht, wie bei allen Tandos. Wir haben bei den Messern, wie gesagt, nicht gerade die besten Materialien, aber für ein Low-Budget-Folder durchaus ausreichend. Was man ändern könnte, man könnte den Pin 1-2 mm zurücksetzen, da diese Pins beim Schärfen der Messer Probleme bereiten. Gerade beim Finwolf sitzt der so weit vorne, dass wenn ich die Klinge schärfen möchte, den Pin entfernen muss. Ich hätte das Messer mal putzen können. Aber das ist wirklich der einzigste Schwachpunkt. Der Dreadlock von
funktioniert sehr gut. Der Clip macht auch seine Arbeit, wie er soll. Das ist natürlich jetzt keine Schönheit, sondern ein Standardclip von Cold Steel. Hier auch wieder Cold Steel gemarkt und man kann ihn umsetzen. Zwar nur auf die andere Seite, aber das stört mich nicht. Öffnen lässt sich das Messer sehr leicht. Es hat keinerlei Klingenspiel, weder nach oben oder nach unten. Und für ein Messer in dieser Preislage ist das einfach top verarbeitet. Die Klinge hat ein Stonewash Finish, was auch recht sauber daherkommt. Wir haben hier Cold Steel gemarkt, in Taiwan gefertigt. Wir haben hier den Germany 14116, den Stahl, und auf der anderen Seite das ProLight. Das hätte man etwas kleiner machen können, stört mich aber nicht, dass da das Messer ein Worker sein soll. Ich finde die Low-Budget-Reihe von Cold Steel für den normalen Gebrauch sicher ausreichend. Man bekommt praxistaugliche Messer zu einem anständigen Preis. Und was will man mehr? Jo Leute, das wäre mal meine Vorstellung zum ProLight. Gerade noch zum Vergleich das Finwolf und natürlich der Riese hier, das Voyager. Schreibt mir drunter, was ihr von Cold Steel haltet, ob die Budget-Serie ausreichend ist oder ob ihr mehr auf die hochwertigen Folder steht. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon gewesen. Kurzes Vorstellungsvideo zum ProLight Tando von Cold Steel. Ich danke euch fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal, denn tschüss.